Wisst ihr eigentlich, wie viel Zeit man an solch einem Ort verbracht hat, wie wir ihn heute besuchen? Sei es in der Jugend oder auch noch heute. Diese Orte sind oft voll belebt, aber wir haben es mal in völliger Stille genossen. Dieser Ort alleine erinnert mich immer wieder daran, was ich alles mit meinen Freunden erleben konnte. Unsere Jugend, ja, wir haben schon vieles davon vergessen. Aber solche Orte zu besuchen, wie diesen heute, erinnern uns immer wieder daran, wie viele schöne Stunden wir dort verbracht haben. Was geht ab, Freunde? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich hoffe, ihr könnt mich einigermaßen sehen. Es ist hier sehr dunkel, wo wir uns gerade befinden. Aber das, was wir hier gerade für euch gefunden haben, ist Vandalismus gepaart mit, es ist wirklich noch was vorhanden. Aber was, das sehen wir jetzt gemeinsam in diesem Video. Viel Spaß dabei. Um ehrlich zu sein, wir starten hier mal direkt auf einer Bowlingbahn, weil das hier ist echt heiß. Jetzt mal hier so drehen. Haben wir überall diese Bowlingplätze. Schaut mal hier diese Säulen. Und auch wie die Spinnweben da dran schon aussehen. Und dann haben wir hier halt die komplette Bowlingbahn. Wie ich gerade schon gesagt habe, teilweise zerstört. Hier hat es auch teilweise irgendwo echt gebrannt. Man riecht es immer noch. Die liegen direkt an einer Hauptstraße. Aber nichtsdestotrotz schauen wir uns hier erstmal um. Hier unten auf dem Boden sind mir dann schon die ersten Bowlingschuhe aufgefallen. Größe 45. Damit habe ich ja schon nicht gerechnet, ne, nachdem wie der Rest hier aussieht. Dann halt hier der komplette Blick nochmal auf die Bahn. Hier vorne, das fällt mir jetzt gerade so auf, hier waren überall so Spotlights, die dann halt die Bahn mit Licht versorgt haben. Wenn ich mich nochmal umdrehe, scheinen hier oben mal so Monitore gehangen zu haben. Ah, die sind wohl nicht mehr da. Wir schauen nochmal von der anderen Seite. Ach doch, schaut mal, das ist mir erst gar nicht so aufgefallen. Die sind hier direkt in die Decke eingelassen, sodass man die vorher gar nicht gesehen hat. Bahn 1, Bahn 2, das zieht sich dann halt hier so durch. Bewegen wir uns mal langsam hier durch. Ich zeige euch gerne noch so ein paar knifflige Stellen. Schaut mal, das ist mir jetzt gerade aufgefallen. Hier hat man angefangen mit so einem Lacken herumzuhantieren. Also sieht es nicht so aus, dass man hier versucht hat zu renovieren, sondern tatsächlich, dass das durch irgendwen gemacht wurde. Da hatte man halt hier, wie man es aus so Bowling-Centern kennt, diese ganzen Tischgruppen, wo man sich hinsetzen konnte. Und hier haben wir dann wohl den Grund, warum das Ganze hier überall nach Feuer riecht. Diese Bank hier, er hat wohl vor nicht allzu langer Zeit ein bisschen vor sich hingeschmort. Er hat wahrscheinlich jemand irgendwas hingeschmissen. Und dann hat es fast angefangen zu brennen hier. Sowas ist wirklich schade, dass das immer wieder gemacht werden muss. Wir haben noch so einen Tisch wahrscheinlich für die Terminals, die man hier hatte. Aber irgendwie sind die Terminals nicht mehr da. Und dann hier, diesen alten Bereich, wo die Kugeln hochkamen. Aber das ist relativ cool gemacht, muss ich wirklich sagen. Hier kamen halt die Kugeln hoch, über das komplette Laufsystem. Unter der Erde, dann hier hin. Von dort hinten, dann schaut mal hier, wie schön das mit dieser Säule dekoriert wurde, als hätte dieses Bowling Center so einen leichten griechischen Touch gehabt. Dann gehen wir hier auch mal raus. Falls ihr mich jetzt nicht seht, tut es mir leid. Ich zeige euch jetzt gleich aber warum. Wir kommen jetzt erstmal in so einem weiteren Bereich. Aber der Eingang, das ist schon echt heavy. Das zeige ich euch jetzt als erstes. Wir stehen hier im Dunkeln auf dieser Bahn gerade und ihr könnt da vorne diese ganze Front sehen, weswegen wir echt aufpassen müssen. Und hier haben wir auch direkt den Eingangsbereich und der ist an einer Hauptstraße und komplett mit Glas. Ja, wird eine spannende Nummer heute wieder. Wir gehen jetzt aber erstmal von der Bowlingbahn. Wir gehen jetzt aber erstmal von der Bowlingbahn zu so Kegelbahnen. Kommen wir hier durch so einen kleinen Flur.
Hat man hier so einen Raum mit der Nummer 5. Und dann hier komplette separate Kegelbahnen, die man sich dann wahrscheinlich mal als Verein mieten konnte. Und dann hier mit seinen Kegelbrüdern, Kegelschwestern eine Runde kegeln konnte. Hier fällt mir aber sofort auf, dass diese Terminals noch da sind. Die sind hier in der Wand verschraubt. Die konnte man jetzt nicht so einfach rausreißen. Und dann gehen wir doch mal da hinten gucken. Da scheint man auch ein bisschen zu den Kegeln zu kommen. Und die Kegel sind auch noch vorhanden. Hier sind halt zwei Bahnen. Wenn wir uns einmal drehen, ist das hier durch so eine Trennwand abgetrennt. Gehen wir mal rüber. Da hatte man hier halt die zweite Bahn. Also Raum 5 und 4 würde ich jetzt tatsächlich sagen. Ja, und hier hinten wurde leider alles aufgebrochen. Hier liegen noch diese ganzen Pins auf dem Boden, beziehungsweise Kegel nennt man es ja beim Kegeln und Pins beim Bowling. Dann haben wir hier mal einen kleinen Blick hinter die Kulissen. Vor uns ist dann dieses Modul, womit die Kegel dann immer wieder neu aufgestellt wurden. Und da hinten, das sehe ich ja jetzt erst, liegen noch die ganzen Kugeln. Damit habe ich ja echt nicht gerechnet. Aber was halt interessant ist, ist halt dieses alte System hier, wie man die Kugeln nach oben befördert hat. Dann wurden die halt hier über die Bahn oberhalb zurückgeführt. Okay, liegt jetzt ein Karton vor dem Loch, aber das kann ich euch auf der anderen Seite zeigen. Und hier ging es dann durch dieses Loch über die Bahn zurück. Ja, hier scheinen auch schon Kabel, die waren am Werk gewesen zu sein. Hier liegen halt die Motoren schon auf dem Boden. Ja, das ist wirklich schade. Dann geht es hier durch so eine Tür weiter. Hier haben wir dann drei weitere Kegelbahnen. Okay, da müssen wir jetzt nicht nochmal im einzelnen Detail drauf eingehen. Ja, hier ist die Technik ja an sich überall dieselbe. Gehen wir mal hier wieder raus. Dann haben wir halt hier auf dem Boden quasi die Bahn, wo die Kugel dann zurückgerollt ist. Um dann am Ende des Tages, durch diesen Tunnel nach hier oben befördert zu werden. Also sowas finde ich ja echt interessant, ne? Allein die Technik, die man damals schon hatte. Und während das Ganze halt bei der Kegelbahn oberirdisch war, war das bei der Bowlingbahn unterirdisch. Da war leider nichts offen, da konnten wir nicht so genau schauen gehen, aber hier ist wirklich interessant, mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken. Oder was meint ihr? Aber hier gehen wir jetzt mal durch einen dieser Räume zurück. Hier war das nochmal mit so einer Schutzwand, sage ich jetzt mal, getrennt, dass derjenige, der gekegelt hat, in Ruhe kegeln konnte. Da hatte man hier halt wieder diesen großen Aufenthaltsraum. Ja, wir sind mittlerweile an einer anderen Bahn, wie ihr seht. Und hier ist auch die Technik ein bisschen anders. Schaut mal, hier ist nochmal so ein anderes Modul wie das, was wir gerade hatten. Das ist halt ein Vollautomat. Das andere konnte ich gar nicht sagen, was das gerade war. Aber ich kann euch sagen, wir haben hier auch schon die erste Speisekarte gefunden und können mal schauen, von wann das Ganze hier gegebenenfalls ist. Vielleicht finden wir auch unser erstes Datum. Nee, das ist gar keine Speisekarte so in dem Sinne. Das sind Rezepte. Ja, leider sind die ganzen Rezepte ohne Datum. Ja, das ist wirklich schade. Aber vielleicht finden wir gleich noch mehr dazu heraus. Normal würde es sonst für uns in den Thekenbereich gehen. Wir warten einen kleinen Moment. Ich bin mit Stefan unterwegs. Stefan ist dort gerade angekommen. Und damit wir uns nicht in die Quere kommen, warte ich jetzt einen kleinen Moment. Thank you.
zurückgegangen, weil mir das irgendwie alles keine Ruhe gelassen hatte durch diese ganzen Techniken. Bin hier jetzt nochmal bei der Bowlingbahn gelandet und hier ist die Technik ja mal eine ganz andere. Schaut mal, wir sind hier komplett hinter, haben hier die komplette Technik direkt vor uns. Ich bin sprachlos. Und hier ist halt auch eine komplette Werkstatt drin. Hier scheint es wohl mal einen eigenen Hausmeister gegeben zu haben. Und hier hängt sogar noch der Kittel von demjenigen, der hier das Ganze gewartet hat und so. Und derjenige, der hier hinten diesen Raum gehabt hat, der scheint wohl auch ein bisschen gartenaffin gewesen zu sein. Hier mit dieser Gartenzeitschrift in so einem Ordner. Dann haben wir hier noch alles mögliche an Krimskrams. Wahrscheinlich, um halt die Geräte hier instand zu halten. War gut, dass wir nochmal zurückgegangen sind. Schaut mal, hier ist noch ein ganz altes Kassensystem auf dem Boden. Wären wir nicht mehr zurückgegangen, hätten wir das gar nicht mehr erlebt. Da hat man hier halt überall in den Regalen diese Ersatzteile. Damit hätte ich ja echt nicht mehr gerechnet. Okay, habe ich vielleicht was Interessantes gefunden. Umsatznachweis von den Jahren 2000, vom 1.11.2011. bis 4.01.2012. Okay, da hat man jetzt nicht so viel Umsatz gemacht, aber wir haben zumindest schon mal ein Datum. 2012. Okay, gut, unser erstes Datum. 2012. Ich gehe jetzt erstmal hier hinter den Geräten wieder weg. 2012. Wenn man sich das Ganze so anguckt, könnte es vielleicht 2012 verlassen worden sein, aber muss nicht. Deswegen, wir suchen weiter, ob wir noch ein genaueres Datum finden und ob wir vielleicht einen Grund für die Schließung finden. Wir gehen jetzt erstmal zurück und versuchen den Thekenbereich mitzunehmen. Ich bin mal kurz, ohne zu filmen, zurück zu dem Punkt gelaufen, wo wir vorhin eigentlich schon zur Theke gehen wollten. Ah, da war Stefan ja noch da. Ist aber gar nicht mal so schlimm. Wir gehen jetzt in den Thekenbereich und schauen, was wir dort alles noch vorfinden. Geht's hier durch diese Tür raus? Rechts hat man noch die Tafel, wo man damals die Spielstände aufgeschrieben hat. Ja, jetzt hier ist natürlich wieder jeder Hans und Franz verewigt. Ja, was soll ich sagen? Sowas muss halt einfach nicht sein. Dann haben wir hier diesen riesen Thekenbereich. Aber bevor wir uns den genauer anschauen, schaut mal, hier waren noch so Spinde, wo man dann Wertsachen oder Schuhe oder so reinstellen konnte. Hier links scheint sich mal Obdachlose aufgehalten zu haben, die wahrscheinlich genächtigt haben. Dann ist hier dieser riesige Thekenbereich. Hier haben wir noch eine Weinkarte liegen. Okay, leider sind keine Gläser mehr vorhanden. Wir gehen hier mal drumherum. Müssen einmal kurz das Licht ausmachen. Jetzt einmal an dieser Glasfront vorbei müssen. Hier ist halt dieser große Eingangsbereich gewesen. Die waren halt auch in dieser Mitte. Konnte man Stufen runtergehen da vorne. Da waren hier auch nochmal so Wartetische, Gästetische. Das hat auf jeden Fall was. Das muss ich wirklich mal sagen. Dann kommen wir hier hinter den Thekenbereich. Und hier fallen mir halt schon einige Dokumente auf. Das schauen wir uns doch mal etwas genauer an. Okay, ich werde jetzt alles verpixeln müssen. Aber hier haben wir, was haben wir hier? Irgendwie eine Kontaktanzeige vom 22.08.2020. Zählerstandsablesungen von 22.08.2020. Okay. Das ist auf jeden Fall interessant. Dann geht es ja halt wirklich mit diesen Unterlagen weiter. Okay. Angesichts der Daten, die wir hier gerade wirklich mehrfach mit 2020 gefunden haben, gehen wir tatsächlich mal davon aus, dass das Ganze jetzt gut 3,5 Jahre verlassen ist. Vielleicht finden wir noch mehr dazu heraus. Eventuell, warum das Ganze schließen musste. Wenn wir hier so weitergehen, sind wir hier hinter der Theke. Okay, gut, der Bereich wurde schon relativ auseinandergepflückt. Ist jetzt nicht mehr ganz so interessant für uns. Wenn wir uns mal drehen. Okay, müssen wir mit dem Licht aufpassen. Da ist die nächste Glastür. Machen das Licht mal aus. Okay, es scheint auch so von der Belichtung her genug zu sein.
Dann kommen wir hier in die komplette Küche. Schaut euch das mal an. Ich werde ein bisschen den Platz wechseln, weil hier von der Belichtung her das Ganze nicht so schön ist. Aber auch hier müssen wir mit dem Fenster aufpassen, weil dort direkt die Straße ist. Ich bin jetzt einmal kurz auf die andere Seite gelaufen. Und ihr könnt es halt sehen. Hier sind noch die kompletten Küchengeräte vorhanden. Und hier wurden dann wahrscheinlich die Snacks für die Gäste zubereitet. Ich konnte keine genaue Speisekarte finden. Deswegen gehe ich mal davon aus, wie es in so Bowling-Centern bekannt ist, dass man hier halt so kleinere Snacks machen konnte, wie Pommes, eventuell mal ein Schnitzel oder so. Und das war es dann halt auch schon wieder. Steht auch eine Mülltonne, in die wollen wir jetzt nicht reingucken. Da habe ich hier halt diesen Ausgabebereich hier vorne. Wahrscheinlich noch ein bisschen beheizt. Hier oben drauf. Dann schauen wir doch mal in die Kühllager. Okay, das ist gut, die sind leer auf jeden Fall. Geht's jetzt erstmal aus der Küche wieder raus, weil es halt echt gefährlich ist. Diese ganzen Glasfronten. Wo wir jetzt auch nochmal dran vorbeihuschen müssen. Hier mit diesem riesen Eingangsbereich, jetzt sieht man es mal ein bisschen besser. Dann haben wir hier halt wieder diese Glasfront direkt an der Straße. Also wenn wir uns dort etwas bewegen, können uns die Autofahrer direkt sehen. Aber ich möchte euch hier mal noch was zeigen. Dafür muss ich mich aber ducken. Hier war noch mal so ein ganzer Sitzbereich, ein Sitz- und Wartebereich, wo man sich wahrscheinlich aufhalten konnte. Wahrscheinlich standen hier auch noch Tische und Stühle drin. Und dann geht es jetzt für uns in einen weiteren Bereich, der noch mal interessant werden könnte. Auch hier, das können wir jetzt vielleicht etwas besser mitnehmen, geht es noch mal runter. So wie ich vorhin schon gezeigt habe, hier ging es dann so ein paar Stufen runter. Und dann konnte man hier unten drin sitzen, mit Freunden was trinken. Hatte dann hier diese wunderbare Direktbeleuchtung auf den Tisch. Und dann geht es für uns jetzt weiter in den nächsten Bereich. Aber wie gesagt, ich laufe so ein bisschen hinten entlang, damit man uns nicht sofort sieht. Weil jetzt wird es nochmal heikel. Laufen halt immer wieder Fußgänger her, Autos fahren da ganz viele her. Gegenüber ist ein Parkplatz, wo halt auch Leute immer mal wieder stehen, weil ja auch noch ein aktives Schwimmbad in der Nähe ist. Haben wir hier nochmal einen Bereich. Hier müssen wir halt ein bisschen aufpassen wegen der ganzen Fenster. Hier haben wir noch Billardtische drin stehen. Auch dort vor Kopf nochmal. Also hier ist echt noch Interieur vorhanden. Und dann direkt hier neben. Ich muss hier so ein bisschen klein machen. Hatte man so ein, wie nennt sich das, so ein Boccia-Feld? Hier mit diesem Sand. Und dann konnte man wahrscheinlich mit diesen Metallkugeln, die gab es auch, glaube ich, aus Plastik, konnte man dann hier 1 gegen 1, 2 gegen 2, ich weiß gar nicht, ich glaube, das kann man mit bis zu 4 Spielern spielen, konnte man dann halt gegeneinander Boccia spielen. Also was habe ich innenliegend auch noch nicht gesehen. Hier ist immer so ein bisschen vom Außenbereich. Und dann halt direkt da vorne ist halt die Straße. Hier müssen wir echt aufpassen. Ich bin jetzt mal hier so durch so eine Tür gegangen, was mich einfach mal interessiert hat. Und so wie das hier aussieht, denken wir uns den ganzen Müll hier auf dem Boden mal weg. Schauen aber mal geradeaus an die Wand. Dann wirkt das hier wie so ein kleines Indoor-Kino. Man kann es nicht ganz so gut sehen wegen der Schattenverhältnisse. Aber vor Kopf, die Wand ist weiß angemalt. Und dann haben wir so ein Zelt, wie so eine Art Zelt drüber. Hier wurde hier so ein bisschen was drüber gespannt, um das Licht ein bisschen abzuhalten. Dann scheint man hier vielleicht Tagungen oder auch Filme geschaut zu haben. Was meint ihr jetzt speziell auf diesen Raum bezogen? Meint ihr, dass man hier Filme geschaut hat oder eher, dass hier Tagungen gehalten wurden? Also ich kann es mir aktuell noch nicht erklären. Schreibt es mir doch mal in die Kommentare, was eure Meinung dazu ist. Gehen wir hier jetzt mal so ein bisschen wieder zurück. Müssen hier wieder mit dem Fenster aufpassen. Ich habe keine Lust, dass hier jemand steht und sagt, was machen Sie da? Dann könnt ihr das hier so. Ich verfolge das mal ein bisschen mit den Fenstern, damit ihr das einfach sehen könnt. Und dann kommen wir jetzt in einen weiteren Bereich. Hier haben wir noch die alte Info, wo man dann wahrscheinlich auch seine Schuhe ausgegeben bekommen hat.
Ich gehe jetzt an der Bowlingbahn vorbei, gerade links. Die alte Heizung bzw. den alten Heizungsraum. Dann kommen wir hier wahrscheinlich zu den alten Toiletten. Aber hier hat es schon ein bisschen gewütet, muss ich tatsächlich sagen. Ja, hier sind die alten Toiletten. Die sind eigentlich noch relativ intakt, wenn man sich das mal so anschaut. Ja, die sind auch sehr gut in Schuss. Was hat man denn hier hinten noch? Okay, müssen wir auch mit einem Fenster aufpassen. Und hier konnte man sich dann halt die Hände waschen. Hier ist so alles an den Wänden vollgeschmiert mit Daten von 2020. Die ganzen Wände sind vollgeschrieben. Auch hier überall 2020 in ganz groß. Ja, wahrscheinlich noch zu Zeiten, wo das Ganze hier belebt war. Auch hier an diesen wunderschönen Braunfliesen. Alles vollgeschrieben. Aber wie gesagt, alles 2020. Wenn wir jetzt mal von den Daten, die an der Toilette stehen, ausgehen, dann ist es wirklich August 2020 hauptsächlich. Dass wahrscheinlich dann hier irgendwie so eine Closing Party oder so stattgefunden hat. Weil 2020 ist ja auf jeden Fall das Datum, was wir hauptsächlich gefunden haben. Kommen wir in einen weiteren Bereich. Okay, ihr seht schon von der Belichtung her, hier ist auch alles voller Glas. Okay, hier müssen wir aufpassen. Hier müssen wir sowohl rechts wie auch links aufpassen. Ja, ich glaube, hier ist eh alles dasselbe. Dass wir erstmal nur hier vorne reinhuschen. Schau, hier ist so eine komplette Squashhalle. Erkennt man gut am Boden, an diesen Markierungen. Hier konnte tatsächlich Squash gespielt werden. Ja, auch hier haben leider schon die Graffiti-Sprayer zugeschlagen. Obwohl ich aber sagen muss, das wirkt hier drin. Es hat was. Ne, wenn man dann so die Linie, kann man noch sehen vor Kopf von dem Squash. Da hat man hier halt mit zwei Personen, würde ich tatsächlich sagen, Squash gespielt. Okay, der Flur hier wurde schon etwas zerrupft, muss ich tatsächlich sagen. Und hier haben wir halt vor Kopf diese Glasfront. Guckt da jetzt einer rein. Leute, werden wir definitiv gesehen. Hier ist so ein weiterer Squash-Platz. Aber schaut mal, hier wurden die ganzen Kartons drin gelagert. Raum 2, das hier vielleicht irgendwie mal kurzzeitig als Lagerplatz oder eventuell für einen Trödel genutzt wurde. Wir werden es wahrscheinlich nicht erfahren. Dann zieht sich das hier zwei weitere Plätze weiter. Wir gehen aber nicht weiter wegen der Fensterscheibe. Gehen zurück und schauen mal, was uns noch erwartet. Ich glaube nämlich hier vorne links, neben dem ersten Platz, hier ist dann quasi so ein kleiner Aufenthaltsbereich gewesen. Neben der Sportsession ein bisschen rausgehen konnte. Dann konnte man sich hier vorne so ein bisschen aufhalten. Auch noch so eine Tür, ja, was halt schon sagt, dass man hier rausgehen konnte. Dann gehen wir mal hier wieder raus. Was allerdings für uns nach draußen geht, haben wir hier gerade noch einen Bereich gefunden, wirklich gefunden, weil wir halt nochmal überlegt haben, okay, das Ganze ist so hoch von außen, hier muss es doch gegebenenfalls noch eine obere Etage geben. Und da gehen wir jetzt hin. Mal schaut, hier geht eine Treppe nach oben. Hier hängt auf jeden Fall so ein Arbeitsschuh. Ach toll, Digga, wo kommen wir denn hier hin? Wir haben so eine Arbeitshose hängen. Bisschen Krimskrams auf der Fensterbank. Dann kommen wir hier. Okay, wo kommen wir hier hin? Hier haben wir erst links. Hier steht auf jeden Fall so ein alter Sekretär. Ich glaube, ich weiß, was das hier ist. Ich glaube, das ist wahrscheinlich die Wohnung von den Betreibern hier, die einfach oben drüber gelebt haben. Warum ich darauf komme, schauen wir uns jetzt hier gemeinsam an. So eine kleine Abstellkammer. Er hat nur so ein Regal reingebaut. Hier sind so vereinzelte Zimmer. Beziehungsweise hier ist das komplette Badezimmer. Die Toilette ist noch relativ intakt. Die Waschmaschine steht hier noch.
Ein Teil von der Duschabtrennung. Hier ist noch ein Kleiderschrank. Schau dir mal diesen Schrank an. Ah, der hat ja echt mal was. Dann geht's hier immer weiter. Alter. Wie kommen wir denn hier noch hin? Hier haben wir noch mal so einen kleinen Kabuff. Und hier scheint mal ein Kinderzimmer oder so gewesen zu sein. Schaut mal, das ahnt ihr nicht. Alter Falter. Schaut euch das mal an. Okay, hier ist dann wohl das Hauptbad. So ein riesen Whirlpool. Also dieser riesen Eiswaffel. Ja, hier ist das komplette Hauptbad einfach. Und das ist soweit noch vollstens intakt. Toilette, hier die begehbare Dusche. Ich bin ab sofort mehr als sprachlos, was wir hier noch vorgefunden haben. Gut, dass wir hier nochmal hochgegangen sind. Aber dieses Bad hier ist extra klasse. Also auch dieser mediterrane Stil, wie halt auch schon unten in der Bowlingbahn. Ich schau mal weiter, was es hier oben noch zu erkunden gibt. Schaut mal hier in der Tür, halt auch wie so ein Bullauge drin. Ist jetzt mit Pappe, aber da wird wahrscheinlich mal eine Glasscheibe drin gewesen sein. Und hier, anstatt Kinderzimmer, war wahrscheinlich mal das elterliche Schlafzimmer. Jetzt wieder raus. Auch noch so ein Schrank vor Kopf. Okay, dann haben wir hier noch eine ganze Küche. Ich glaub's ja nicht. Hier stehen teilweise schon Essensreste, die etwas länger schon nicht mehr ganz so gut sind. Schränke noch teilweise eingerichtet. Auch hier noch. Dann schaut euch mal bitte diesen Kühlschrank an. Ich möchte gar nicht zu nah dran gehen. Da ist ja schon alles drin vergammelt und lebt. Aber ich gucke hier nicht mehr nach einem Datum oder so. Jetzt mal hier so eine Kochnische mit so einer riesen Abzugshaube. War dann wahrscheinlich mal so der Herd drin. Wir weitergehen. Fällt hier auf jeden Fall auf, dass man hier mal versucht hat, Möbel abzubauen. Hier stehen so ein paar Möbelteile rum. Wie geht's dann weiter? Im nächsten Raum. Könnte auch ein Schlaf- oder Wohnzimmer gewesen sein. Okay, so 100% spektakulär ist das hier jetzt nicht mehr. Hier steht halt noch so ein bisschen rum. Hier vorne ist nochmal so ein Bett. Hier scheint nochmal eine separate Küche gewesen zu sein. Ist noch so ein Schlagzeug auf dem Boden, also ein Teil davon. Dieser Stuhl, vielleicht war das so ein Probenraum oder so. Ich sag's ja wirklich ungern, ne? Aber das hier oben war jetzt echt nochmal spektakulär. Vor allen Dingen das Bad da drüben. Ja, hier ist jetzt noch ein Bad. Das will ich euch nicht antun, das sieht echt nicht mehr schön aus. Wenn wir jetzt runtergehen, dann langsam rausgehen. Ich glaube, draußen haben wir noch was Interessantes für euch, was wir dann auch noch mitnehmen. Also, bleibt dran. Dann gehen wir hier wieder raus. Treppe runter. Irgendwie höre ich hier gerade Stimmen. Außerhalb von Stefans Stimme. Wir werden jetzt mal vorsichtig erforschen, was da los ist. Okay, die Stimmen waren von draußen. Wir gehen jetzt langsam nach draußen. Stefan ist auch sofort fertig. Dann werde ich nochmal so mein kleinen netten Bereich für euch mitnehmen. Ah, ich glaube, ihr könnt mich zwar gerade nicht sehen, es ist dunkel, aber besser ist das manchmal. Wir müssen jetzt nochmal so ein bisschen aufpassen. Hier ist so ein Tagesparkplatz, ein Zweitagesparkplatz für Camper, die sich dann hier halt nochmal kurz erholen können. Für eventuell von einer längeren Fahrt. Ja. Aber hier ist halt das ganze Thema dann nochmal, ne? Aber wir haben noch was Nettes für euch. Okay, das mit diesem anderen Bereich verzögert sich jetzt noch ein bisschen. Wir haben hier tatsächlich gerade die ganze Zeit Spaziergänger. Ich meine, bei diesem schönen Wetter ist das auch normal. Ja, aber wir müssen echt aufpassen, dass wir halt nicht direkt gesehen werden. Hier geht es halt weiter mit dem Außenbereich. Da führt uns der Weg
so einer kleinen Hütte vorbei. Hier haben wir dann nochmal so ein bisschen so einen kleinen hinteren Gartenbereich. Hier scheint auch nochmal ein Fenster offen zu sein. Schauen wir hier mal rein. Hier scheint aber nur so ein Lager gewesen zu sein. Mehr ist hier gar nicht. Das Einzige, was hier halt wirklich komisch ist, ist dieser Fahrradhelm, der komplett neu ist. Scheint wohl mal jemand hier vergessen zu haben. Was hier halt noch interessant ist, scheint es einen kompletten Pool gegeben zu haben, dass man hier im Außenbereich vielleicht noch ein bisschen Wellness betreiben konnte oder halt die Betreiber hier ihren privaten Garten hatten und dann hier tatsächlich die Sommerzeit verbracht haben in diesem Pool, der hier vorhanden ist. Vorne ist noch so ein bisschen Feuerholz. Dann haben wir da noch eine offene Tür entdeckt. Hier mal eben schnell reingehuscht. Ist hier noch eine komplette Tennishalle. Da ist hier nicht mehr alles vorhanden, aber man kann es gut auf dem Boden sehen. Hier sind noch überall diese Markierungen. Das ist wirklich ein Fund, mit dem habe ich nicht gerechnet. Aber da vorne stehen Bretter. Die Tür ist offen. Nicht, dass hier gerade einer versucht, das zuzumachen. Wir hauen hier mal lieber wieder ab. So, wieder draußen. Das musste ich einfach noch mitnehmen, diese Tennishalle. Ich versuche jetzt mal schnell nach vorne zu kommen. Dann warten wir auf Stefan. Ja, und dann war es das eigentlich schon wieder mit dieser Location. Ich hoffe, ich konnte euch gute Eindrücke von dieser Location vermitteln. Wenn ja, lasst natürlich ein Like da, ein Abo da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Abenteuer. Euer Valu Adventure. Ciao.